Heute machen wir den ultimativen Langzeittest von den 4,5 Amperestunden steht drauf. Ne? Das sind schon gebrauchte Batterien, sind aber noch ganz gut in Ordnung. Danke an die edlen Spender. Ne? Ihr wisst schon, wer es gewesen ist. Und ja, mal gucken, wie lange die dann leuchtet. Ja, das Faszinierende hierbei, das habe ich im letzten Video gar nicht so gezeigt. Ja, wenn man die nämlich neu einschaltet, dann kann man hier erleben, da hat man es kurz gehabt. Ne? Es geht auf 0 Watt runter. Ja, es pendelt wirklich zwischen fast nichts und 15 Watt immer hin und her. Ja, da haben wir wieder die 0. Ja, schwingt schön. Mal gucken, wie viel Amperestunden dann am Ende hier dort stehen und wie viele Stunden es dann geleuchtet hat. Diese Pflänzchen haben jetzt eine Nacht lang durchgemacht. Ausnahmsweise geht es schon mal. Und nach 24 Stunden sagt uns der hier 4,7 Amperestunden. Ja, und die ganzen Batterien sind noch so bei 10,5 Volt. Also unterste Kurzgrenze jetzt. Ja, dann werde ich es erstmal abklemmen. Und dann berechnen wir mal, wie viel Amperestunden pro Stunde es gewesen sind. Ne? Also wären das dann 4,7 Amperestunden durch 24 Stunden. So, bei 195 mA pro Stunde. 200 mA? Müsste doch dann damit auch gehen. Ha, schaut gut aus. Aha. So, jetzt müsste das eigentlich mindestens eine Stunde laufen. Mal schauen, wie spät haben wir es? Naja, also 2.33 Uhr wird nochmal nachgeschaut. Dann äugen wir mal, wie es jetzt aussieht. Immer noch alles an. Bei 42 Volt ist der Pack jetzt. 133 mA. Besser als erwartet. Da könnte ich ja vielleicht sogar noch eine Stunde rausholen. Aber na gut, ne? Das sind Einweg-Akkus. Aus dem Supermarkt. Die billigen. Gar keine Akkus, normale Batterien. Sorry, ne? Stinknormale Batterien. Ja, jetzt ist er. Licht. Aber ja. Rennt also auch mit 9 Volt Blocks.